herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kaffee mit süßer Milch. Alex und ich sind schon ganz gespannt. Wir hatten eben nämlich ein interessantes Gespräch mit unserem heutigen Gast. Und ja, wir sind eigentlich, sage ich mal, ein bisschen nicht erschöpft, aber mit so vielen neuen Informationen befüllt worden. Das war richtig gut, oder? Ja, vor allen Dingen sind wir gespannt, wie es euch gefällt. Schreibt das gerne mal in die Kommentare, auch vielleicht offene Fragen, die uns, die wir nicht gestellt haben. Aber Judith, wen hatten wir denn dabei heute? Ja, das ist die Katrin Braun. Die ist Smart City Expertin bei der Deutschen Telekom. Sie wird euch wahrscheinlich selber noch ein bisschen später über sich erzählen. Und du hast die kennengelernt, Alex, ne? Ja, genau. Wir hatten uns in Clubhouse kennengelernt und dort in Smart City, in irgendeiner Smart City Runde uns gegenseitig auf LinkedIn gefollowt und dann kamen wir so ein bisschen ins Quatschen und wir haben gesagt, hey, du machst so viele coole Sachen und kennst dich so gut im Smart City Umfeld aus. Lass uns doch mal eine Kaffee mit Süßemilch Folge machen und was euch erwartet, ist ihre Vision einer Stadt der Zukunft, also von einer Smart City Enthusiastin, aber auch Expertin, wie sie sich die Zukunft dort vorstellt. Wir haben gesprochen, was für Erfolgsfaktoren braucht es in der Umsetzung, auf was muss man achten und was ist eine Smart City überhaupt? In welche Handlungsfelder lässt sich das unterteilen? Und sie hat auch ganz schöne Einblicke in Städte wie Singapur, Wien und Paris gebracht, wie dort Mobilität smartifiziert wird, die Kultur und die ganzen Geschichten. Ich habe für mich vor allen Dingen mitgenommen, wie groß das Zusammenspiel eigentlich ist unter den unterschiedlichsten Akteuren und wie getrieben das Thema in Zukunft eigentlich von der Politik wird und was das für ein politisches Thema noch viel mehr wird, als es jetzt schon ist. Darauf könnt ihr gespannt sein. Was hat dir besonders gut gefallen an der Folge, Judith? Also grundsätzlich muss ich sagen, ich fand es erstmal, es war der perfekte Mix aus Theorie und Praxis oder einfach Beispielen, weil diese ganze Smart City Theorie, was möglich ist und was man alles kann, das ist ja alles schön, aber wenn man da keine konkreten Beispiele hat, dann ist das immer ein bisschen ärgerlich. Aber wenn man sieht, was zum Beispiel Smart City in Paris bewirkt, dass plötzlich viel mehr Leute Fahrrad fahren oder dass es bestimmte Tage gibt, an denen Stadtgebiete, sage ich mal, autofrei sind, das ist doch einfach klasse, was einfach eine Smart City auch erreichen kann. Ja, und auch Technologie nicht nur als Selbstzweck zu nehmen, ne, und dort auf die Use Case und auf die Bürgerinnen und Bürger zu fokussieren. Das hat echt Spaß gemacht, aber jetzt schaut es euch selber an. Hi Katrin, du bist jetzt auf der Bühne. Wir hatten schon länger Kontakt. Irgendwie sind wir uns bei Clubhouse über die Füße gelaufen, über die Ohren gelaufen. Und ich glaube, das war in einem Raum, wo es um Smart Mobility Management ging. Du machst ja eine Fortbildung in St. Gallen. Ja. Und arbeitest bei der Telekom als Smart City Enthusiastin, so ist es auch auf deinem LinkedIn-Profil beschrieben. In welchen Bereichen bist du denn dort unterwegs? Ja. Was sind denn Schwerpunkte? Schwerpunkte sind, also ich bin Diplomkauffrau, ja, und Smart City Expertin bei der Deutschen Telekom. Das heißt, als Smart City Expertin unterstütze ich Städte, smarter und lebenswerter zu werden. Und Schwerpunkte sind zum Beispiel jetzt das Förderprogramm vom Bundesministerium des Innern, in dem smarte Städte gefördert werden. Ich kümmere mich um die Kommunikation und Marketing. Ja, das sind so meine Schwerpunkte rund um das Thema Smart Cities, Smart Mobility. Was hat dich motiviert, zusätzlich da den Kurs in St. Gallen zu machen? Gute Frage. Ich bin wirklich, so steht es ja auch in meinem LinkedIn-Profil, ein großer Smart City-Fan. Das heißt, ja, also sich damit mit der Zukunft zu beschäftigen. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als sich damit zu beschäftigen, wie wir in Zukunft leben werden. Und wie wir leben werden, betrifft uns alle. Das betrifft dich, Alexander, es betrifft Judith, betrifft mich. Also was, es klingt jetzt heroisch oder pathetisch, aber was für die Allgemeinheit oder für die Allgemeinheit zu tun, was das Leben von uns allen besser macht, ist einfach ein schöner Grund, morgens aufzustehen. Was sind die zwei größten Themen, die du daraus mitnimmst aus so einem Kurs, der ja, glaube ich, ein halbes Jahr geht, an 5 Wochenenden euch Input gibt und ihr in Gruppen zusammenkommt?
Also es sind dreimal fünf, also dreimal eine Woche. Mhm. Und was ist der größte Input? Wir bekommen eine super Mischung zwischen Theorie und Praxis. Wir haben ganz, ganz tolle Referenten. Es ist die Teilnehmergruppe ist extrem heterogen, also es ist vom Stadtwerk über OEMs, Mobilitätsanbieter, Startups, ist eigentlich alles dabei. Das heißt, so viel Input wie in diesen komprimierten 15 Tagen bekomme ich sonst nicht. Und das Netzwerk ist ganz toll. Also das Netzwerk ist Gold wert. Also Input, fachlicher ist super, Netzwerk ist super. Und du hast mir vorab eine Folie oder ein paar Folien zugeschickt. Und da schauen wir mal rein, weil die erste Folie ist schon super interessant, wie du dir nämlich die Stadt der Zukunft vorstellst. Ich teile das mal hier in groß. Du hast das in vier Bereiche aufgeteilt. Verkehrsinfrastruktur, grüne Stadt, 15-Minuten-Stadt und effiziente Verwaltung wäre dir wichtig. Wir fangen mal bei der Verkehrsinfrastruktur an. Du willst weg von der Autozentriertheit. Was bedeutet das für dich? Ja, also ich glaube, in der Stadt der Zukunft oder in meiner Vision der Stadt der Zukunft wird das Auto nicht mehr so einen Stellenwert haben. Das heißt, es wird weniger Autos geben, weil sie einfach im Alltag nicht mehr so benötigt werden. Mein Wunsch wäre, dass ich eine super App hätte, die mir ja, meinen Weg der Mobilität vorschlägt. Und zwar in Abhängigkeit davon, ob ich vielleicht was zu transportieren habe oder ob ich vielleicht ein Kleinkind dabei habe. Dann brauche ich natürlich einen Kindersitz. Also Mobilität muss einfach werden. Und ich möchte mühelos zwischen den einzelnen Verkehrsmitteln wechseln können. Und die Mobilität von morgen wird natürlich auch elektrisch sein. Das heißt, sie wird auch leise sein. Und was auch immer das ist, was ich in Zukunft fahre oder womit ich gefahren werde, ich werde es nicht besitzen, sondern ich werde es teilen. Und irgendwann wird es auch autonom sein. Und das wird ein Traum für jede Frau sein. Sie muss dann nicht mehr parken. Und ja, wir werden nicht mehr so viel im Stau stehen. Das wäre so für das Thema Mobilität, Verkehrsinfrastruktur mein Traum. Und ist die grüne Stadt dann ein Ergebnis daraus oder eine Eigeninitiative? Ich denke, das hängt zusammen, wenn wir jetzt sagen, wir brauchen nicht mehr so viele Autos. Ja, also ich bin kein Autohasser, möchte ich gleich dazu sagen. Aber wenn ich daran denke, dass in der Mitte von Berlin gibt es extrem viele achtspurige Straßen, ja, also vier auf jeder Seite. Wenn wir sagen, wir haben weniger Autos, dann ist es doch eigentlich naheliegend, diese großen, breiten Straßen zurückzubauen und für etwas zu nutzen, was uns allen zugutekommt. Also breite Fußwege, Parks, was auch immer gerade in dieser Situation passt. Und das ist für mich dann die grüne Stadt. Die grüne Stadt, 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 Stadt. Jetzt sprechen wir nochmal ganz kurz über die Verwaltung. Was stellst du dir darunter vor? Also ich meine, wenn ich an so Verwaltung denke, dann denke ich ans Bürgerbüro, wo ich 3 Stunden anstehe, um meinen Personalausweis machen zu können. Wie stellst du denn deine Stadt vor in der Zukunft, wo das, sage ich mal, smart ist? Genau. Du hast gerade das beschrieben, was ich vor ungefähr 1,5 Jahren erlebt habe, als ich in Berlin einen neuen Pass beantragt habe. Ich habe einen neuen Pass gebraucht, bin also ins Internet gegangen, wollte einen Termin machen. Also in meinem Bezirk gab es schon mal gar keinen Termin. Das hieß, ich musste weit fahren, hatte dann einen Termin, aber trotz Termin musste ich warten. Warum muss ich denn warten, wenn ich einen Termin habe? Ja? Dann bin ich zu der Dame in das Zimmer gegangen, alles easy. Aber was war der Knackpunkt? Ich musste wieder raus, weil ich konnte nicht bei der Dame bezahlen. Also in der andere Etage wieder anstehen. Wieder zurückgekommen, war natürlich der Nächste drin. Also das hat mich, glaube ich, irgendwie 3 oder 4 Stunden Lebenszeit gekostet. Das möchte ich nicht. Ja, ich möchte meinen Pass, meinen Kindergartenplatz, meine Anwohnerplakette, alles, was ich mit der Verwaltung tun kann, ich möchte das dort machen, wo ich es möchte, und zwar zeitunabhängig. Und wenn es zu Hause ist, ist es zu Hause. Und wenn ich WLAN habe und es ist im Park, mache ich es im Park. Das wäre mein Traum. Aber das ist sicherlich, denke ich mal, auch ein großes Berliner Problem. Deswegen steht das da auch auf dieser Folie. Ja, kann ich ganz kurz noch was zu sagen? Also mittlerweile ist es ja so, dass diese ganzen Verwaltungsdienstleistungen durch das OZG-Gesetz ja, sage ich mal, auch digitalisiert werden müssen.
Und heutzutage gibt es ja mittlerweile sogar schon die Möglichkeit, dass man seinen Führerschein online beantragt. Also sage ich mal, da sind auf jeden Fall schon Bewegungen da und kann nur besser werden. Ja. Genau. Für was steht OZG? Weißt du das auswendig? Ja, Onlinezugangsgesetz. Ach so. Das ist verabschiedet worden und man muss die ganzen also Verwaltungsdienstleistungen müssen bis 2022, also Ende 2022 digitalisiert werden. Das sagt das Gesetz. Ob das so passiert, da sind wir natürlich alle noch sehr positiv gestimmt. Ja, solange der Führerschein nicht bei GTA dann auch virtuell durchgeführt wird oder so. Ja. Ja, was ist zum Schluss vielleicht als letzter Quadrant, die 15-Minuten-Stadt? Genau, da geht es einfach darum, wir hatten ja gesagt, weniger Autos, dann muss ich natürlich auch Alternativen bieten. Und die 15-Minuten-Stadt oder das Konzept, was dahinter steht, ist, dass ich alles das, was ich brauche, innerhalb von 15 bis 20 Minuten zu Fuß oder per Fahrrad erreichen kann. Und was brauche ich täglich? Also ich brauche Kultur, Job, Arzt, Kindergarten, Park, Sport. Also das wäre schon auch ein Traum, wenn das Realität werden würde. Und dann ist es ganz einfach, aufs Auto zu verzichten. Ja. Vielen Dank für deinen Einblick in deinen Wunsch, wie deine Stadt der Zukunft aussehen soll. Du hast für uns heute noch spannende Einblicke dabei in Projekte, die dir schon gefallen und Best-Practice-Beispiele aus anderen Städten. Da schauen wir gleich drauf. Vorab machen wir einfach noch ein bisschen Definitionsarbeit. Was ist eine Smart City überhaupt? Und da hast du geschrieben, ein Entwicklungskonzept, das Technologie nutzt, um. Und das lege ich auch gerade nochmal auf. Es geht darum, für die Städte, für die Unternehmen und für die Bürger da zu sein und nicht um des Technologies willen, richtig? Genau, genau, das ist damit gemeint. Vielleicht nochmal ein Punkt, du hast es ja jetzt schon erklärt, es gibt keine einheitliche Definition einer Smart City, sondern jeder definiert das für sich selbst. Also ein Land sagt sicherlich was anderes, eine smarte Region definiert eine Stadt anders. Aber das sind für mich so die Kernpunkte, weil das so die Stakeholder sind. Ja, Städte und Regionen effizienter machen, Unternehmen ein besseres Wettbewerbsumfeld zu bieten und den Bürgern eine höhere Lebensqualität zu bieten. Und letztendlich beruht der Smart City Ansatz auf der Erkenntnis, dass einfach wichtige Bereiche, ja, die früher immer getrennt betrachtet worden sind, wie Verkehr, Energie, Stadtentwicklung, Baurecht besser miteinander vernetzt sind. Das ist der Kern aus meiner Sicht einer Smart City. Die Themen, wenn du sagst, zum Beispiel für den Smart City sind unter Punkt 3, sind das dann einfach die Dienstleistungen, die schon da sind, aber noch nicht digitalisiert oder sind das komplett neue für dich? Aus meiner Sicht auch komplett neue, die wir vielleicht auch jetzt noch gar nicht kennen, wo wir noch gar keine Ideen haben, weil sich natürlich die Technologie auch immer weiterentwickelt. Also neue Geschäftsmodelle. Und zu Unternehmen, worum geht es dir dort insbesondere? Ist es dann der Glasfaserausbau, der dort sein muss oder ein Arbeitsumfeld, was Talente anlockt oder was ganz anderes? Das, was du gerade gesagt hast, aber sicherlich auch das Thema Daten. Also wenn ein Unternehmen mit einem besseren Wettbewerbsumfeld, meine ich eigentlich, je mehr Daten gesammelt werden in einer smarten Stadt und wenn die Daten offen zur Verfügung gestellt werden, zum Beispiel auf einem City-Dashboard, dann können Unternehmen ganz anders agieren und einfacher agieren. Und sie können natürlich auch Entscheidungen treffen, die nicht auf Vermutungen basieren, sondern auf Fakten, auf Echtzeitdaten. Und das ist ein großer Schatz, der aber mit Sicherheit noch gehoben werden muss. Du hast City Dashboard gerade angesprochen. Das ist ja derzeit ein Riesenthema für Städte. Man liest das immer wieder in Ausschreibungen auch. Erste Dashboards sind doch schon umgesetzt. Ich glaube, Julia, da müssen wir auch mal eine Sonderfolge zu machen, weil es dort die unterschiedlichsten Lösungsideen gibt, von London angefangen, die das ja ganz schlecht machen. Das sieht aus wie 1995 der erste Amazon-Online-Shop bis hin zu wirklich schönen designten Dashboards und informativen Dashboards vor allem. Man sieht dort aber immer wieder, wie unterschiedliche Bereiche die Stadt haben kann. Du hast uns
eine Definition mitgebracht, was so die Handlungsfelder dann dort sind, die auch zum Beispiel in so einem Dashboard dargestellt sind. 6 Stück an der Zahl von eine Abbildung von dir, aber eigentlich kommt das Smart City Wheel ist ein eigenständiger Begriff und wurde auch schon definiert. Kannst du uns dazu was sagen? Also das war ja bisher war es ja eher allgemein und jetzt geht man mal, wenn man jetzt mal überlegt, was kann man denn an der Stadt wirklich alles smart machen? Wo ist denn die Smartness? Ja, dann definiert der Boyd Cohen diese 6 Felder, also Mobilität, Verwaltung, Wirtschaft, Bevölkerung, Energie und Umwelt und Leben. Und ich gehe vielleicht mal in ein Feld rein, in das Thema Mobilität, weil dann wird es, glaube ich, klarer, was ich damit meine. Ja, also die Situation ist ja, es gibt mehr Menschen, also gibt es vollere Straßen. Und das Ziel wäre jetzt, den Verkehr zu reduzieren, dann reduziert sich der Stau, der Lärm auch und die Emissionen reduzieren sich. Und die Lösung oder das große Ziel ist ja wirklich letztendlich die Verkehrs- oder Mobilitätswende. Und wenn man jetzt sagt, okay, wir sind uns alle einig, es ist eigentlich ökonomisch nicht wirklich sinnvoll, dass eine Person in einem Auto sitzt, das für 4 oder mehr Personen ausgerichtet ist und wir sind uns darüber einig, dass wir Autos reduzieren müssen, dann brauchen wir aber Alternativen. Also ich glaube nicht, dass man Menschen bewegen kann zu Handlungen, wenn man ihnen Dinge verbietet. Also das heißt, wir brauchen einen gut ausgebauten ÖPNV, der eine tolle Taktzeit hat, der sauber ist, der für mich als Frau, für Judith sicherlich auch, der sicher ist, sonst steige ich da gar nicht ein. Ja. Also, aber auch der ÖPNV, glaube ich, wird's nicht reißen. Also wir brauchen mehr, ja, wir brauchen mehr mobile Mobilitätsangebote. Wir brauchen eine intermodale Mobilität. Das heißt, wenn ich auf dem Land wohne, fahre ich vielleicht mit meinem privaten PKW zum Park and Ride. Ich fahre mit der S-Bahn dann in die City und mit von der City aus mit dem Bike ins Büro. Das heißt, die Angebote müssen verknüpft werden. Das ist schon mal ein sehr wichtiger Dreh- und Angelpunkt. Das habe ich vorhin mit meiner Super-App gemeint. Also das sind Dinge, wo Städte, Mobilitätsanbieter, ganz, ganz viele unterschiedliche Akteure zusammenarbeiten müssen, damit das funktioniert und das Thema Mobilität nach vorn getragen wird. Ja, ich finde vor allen Dingen, Mobilität ist ja in allen Smart Cities so ein Riesenthema. Also das ist, sage ich mal, eins der schwierigen Dinge, die man umsetzen muss, weil Mobilität, wir kennen es von mehreren Jahrhunderten gefühlt schon, dass es, sage ich mal, mit dem Pferd ist man gereist oder mit der Kutsche und dann die Autos und es wurde immer, immer mehr. Und man hat, sage ich mal, diesen Gedanken jetzt erst, dass es vielleicht gar nicht so gut ist, so viele Autos zu haben. Muss vielleicht wieder ein bisschen zurückgehen oder, sage ich mal, wie du sagst, so umdenken, Verknüpfungen finden zwischen verschiedenen Mobilitätsangeboten. Und ja, also ich stimme dir auf jeden Fall zu, dass Mobilität ein großer Faktor ist in der Smart City. Aber wie wir auch sehen, gibt es auch noch andere Felder. Könntest du vielleicht noch einen anderen Bereich der Smart City oder der Smart City Wheels aufgreifen? Ja, ich würde gerne noch auf das Thema Energie und Umwelt noch eingehen, weil es da auch ein schönes, das ist eins meiner Lieblings-Smart-City-Produkte, kommt da zum Tragen. Also wenn man sich die Zahlen anguckt, ist es ja heute so, dass die Hälfte der Bevölkerung in Städten lebt, heute. Städte verbrauchen aber 75% der Energie und sind für 70% des CO2-Ausstoßes verantwortlich. Da stimmt ja was mit den Verhältnissen nicht, ja? Also das Ziel einer Smart City ist natürlich der sinnvolle Umgang mit Energie und natürlichen Ressourcen und auch eine CO2-Reduzierung. Und wie gesagt, da kommt eins meiner Lieblingsprodukte ins Spiel. Und zwar Beleuchtung ist ein Riesenthema. Ja, Beleuchtung macht ungefähr 20% der Energiekosten einer Stadt aus. Und wenn man wenn man ganz normale Straßenlaternen, die ja immer nur 2 Zustände kennt, 0 oder 1, also sind an oder aus, wenn man die umrüstet auf LEDs, spart eine Stadt unheimlich viel Geld. Und deswegen ist das auch eins meiner smarten Produkte. Weil wenn man sich überlegt, in einer Stadt wie Berlin, wenn da die ganze Zeit, ich sage jetzt mal jetzt im Sommer von 10 bis 5, die Straßenbeleuchtung brennt, egal ob da jemand auf der Straße ist, das ist einfach, auch wie bei den Autos vorhin,
das ist Verschwendung. Das ist nicht nachvollziehbar, dass man das so tut. Ja. Also ich brauche abends hier oben in meinem Dachzimmer kaum eine Beleuchtung anmachen, weil genau die Straßenlaterne reinleuchtet. Das ist echt phänomenal. Ich denke mal, ich hätte das Licht vergessen auszumachen. Ja. Da hast du recht. Und du hast zusätzlich die Möglichkeit, dann, dass du es vielleicht auch dimmst oder wie auch immer am Anfang, ne, und so einen leichten Übergang hinbekommst. Und man darf, glaube ich, nicht unterschätzen, jede Infrastruktur, jede Smarte braucht Strom und vielleicht ein Internetkabel. Und das liegt in den meisten Fällen dann dort schon. Ja, das heißt, du kannst diese Smart Poles, das sind ja dann nicht nur Lichtsäulen, sondern Ladesäulen, WLAN-Hotspots und so weiter und so fort, was du dir noch alles ausdenken kannst. Wenn wir jetzt nochmal draufschauen, jetzt haben wir schon zwei Bereiche. Wenn ich mir jetzt noch vorstelle, Smart People, da kann ich mir ehrlich gesagt noch kaum was drunter vorstellen oder Smart Living. Das sind immer so Bereiche, finde ich, die fallen hinten weg. Mhm. Könntest du da vielleicht nochmal kurz was zu erzählen? Das ist so ein bisschen im Hinterkopf. Ja. Vielleicht was zum Thema Smart Living, da fällt das Thema digitale Gesundheit mit drunter. Es ist ja momentan so, dass die Menschen auf dem Land, wenn man ganz ehrlich ist, auch in Deutschland, die Menschen auf dem Land sind vom Gesundheitssystem abgeschnitten. Das heißt, wenn jemand auf dem Land zum Arzt muss, hat er vielleicht Glück, wenn er in das nächste Dorf oder in die nächste Stadt muss. Er muss vielleicht auch in die nächste Kreisstadt. Oder wenn er einen Spezialisten braucht, muss er vielleicht in die nächste City. Also das ist ja Quatsch, ja. Und also Ziel wäre da ja eine flächendeckende medizinische Versorgung auch der ländlichen Bevölkerung. Und da ist ja, das sehen wir auch, glaube ich, jetzt gerade in Pandemiezeiten, das Thema Telemedizin, also die digitale Vernetzung von Patient und Arzt, ist eigentlich eine echt einfache Lösung. Und so bringt man ja den Menschen auf dem Land einfach mehr Lebensqualität. Also sie müssen nicht 2 Stunden fahren, um zum Arzt zu kommen, sondern sie können mit ihrem Arzt einfach ganz normal kommunizieren. Das ist schon auch aus meiner Sicht eine extrem wichtige Lösung. Da hast du, gebe ich dir recht, wird oft nicht gesehen, wird oft vernachlässigt. Ja. Da fällt mir gerade noch was dazu ein. Wir reden immer von Smart City und vergessen dann immer die Smart Region, was jetzt gerade bei diesem Thema der Fall ist. Also natürlich ist das Thema Smart City auch für ländliche Regionen ein Thema, hat man jetzt gerade gesehen. Oder wenn wir über das Thema Mobilität reden, das sind natürlich andere Mobilitätsthemen als in Städten. Aber für eine ländliche Gegend ist das Thema Smart genauso wichtig wie für uns in der Stadt. Eine Frage zur Smart Region. Sind das für dich Zusammenschlüsse aus unterschiedlichen Kommunen dann zum Beispiel? Also meine Erfahrung ist, dass wenn sich Kommunen, die in der in räumlicher Nähe zueinander liegen, wenn die sich zusammenschließen, dass sie auch Synergieeffekte erhalten, und das ist durchaus sinnvoll. Und bei Berlin ist es zum Beispiel so, wir haben ja den Berliner, der Mobilitätsverbund heißt Berlin-Brandenburg, also auch eine Metropolregion. Also das heißt, die City Berlin verbindet sich mit Brandenburg, weil natürlich viele Brandenburger in Berlin arbeiten. Und jetzt nur die Mobilität in Berlin smart zu machen und Brandenburg zu vergessen, das macht keinen Sinn. Ja, also ja. Ich sehe dort auch immer, ich komme ja aus Fulda, Landkreis, irgendwie so 200.000 Einwohner, und das ist dann schon richtig groß, und ja, und wenn da jeder sein eigenes Smart City Dashboard aufbauen würde, hat das, glaube ich, wenig Mehrwert für den Endnutzer, weil die Daten dann relativ einfach sind, oder ich ja nie immer in dem einen Ort bleibe, sondern ich mir einen Gesamtüberblick verschaffen will, ne? Und auch deshalb sind, glaube ich, diese Interoperabilitätsansätze, die jetzt geschaffen werden, ganz, ganz wichtig, dass der Nutzer sich dort seine eigene Region vielleicht da zusammenbauen kann, die ihn interessiert. Liebe Katrin, du hast uns, sage ich jetzt mal, schon viele neue Informationen gegeben zur Smart City, deine Sichtweise, und wir konnten jetzt auch, sage ich mal, über viele Themen schon diskutieren. Jetzt hätte ich gerne mal vielleicht ein paar Beispiele von der Smart City. Also man hat ja immer, sage ich mal, so ein paar Städte vor Augen. Du hast uns auch ein paar mitgebracht. Ich würde sagen, da können wir direkt mal reinstarten mit der ersten, mit der Stadt Wien. Okay. Sehr gern.
Als erstes vielleicht, das macht, glaube ich, auch die Mischung aus. Smart ist überall anders. Ja? Deswegen habe ich hier drei Städte mitgebracht. Smart City Wien wird ganz oft mit lebenswert in Verbindung gebracht. Paris steht für 15-Minuten-Stadt. Und Singapur, gehen wir mal auf den asiatischen Kontinent, komplett anders, ist eine sehr digitale Stadt. Ja, ja, Smart City Wien, also die sind uns wirklich in Deutschland echt voraus. Ich habe gerade gelesen, in Wien gibt es tatsächlich derzeit 100 smarte Projekte. Das muss man erstmal stemmen, ja. Und ich habe mal so ein paar Handlungsfelder mitgebracht, warum ist denn Wien so gut? Ja? Also das liegt zum einen an der Mobilität. Die haben einen toll ausgebauten ÖPNV. Die haben das, was ich mir alles wünsche. Ja? Ich komme in jeden Teil der Stadt, also auch in weiter entfernte Stadtteile, total leicht. Sie haben günstige Tarife. Das ist ja auch für viele Menschen ein Kriterium, nicht umzusteigen. Und sie haben eine hohe Verlässlichkeit. Das bewegt Bürger und Touristen einfach in den ÖPNV zu nutzen. Und sie haben auch was, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, sie haben ein Grätzelrad. Und zwar ist das eine Einrichtung, dass man eigentlich, wenn man in der Wiener Innenstadt wohnt, kein Auto braucht, weil das Grätzelrad ist ein Lastenfahrrad, das eigentlich Geschäften, Cafés, Restaurants gehört. Und die Wiener können einfach, wenn sie was Schweres transportieren müssen, dann können sie einfach dieses Lastenrad kostenlos nutzen. Tolle, tolle Einrichtung, finde ich. Weißt du, ob das Freeflow ist oder stationsgebunden? Oder? Ich würde denken, dass es stationsgebunden ist. Ja. Ja. Aber es ist trotzdem, also überhaupt so ein Angebot zu machen und seinen Bürgern das kostenlos zur Verfügung zu stellen, weil ja sich mit Sicherheit, genau wie ein Auto, das auch, weiß ich nicht, 20 Stunden am Tag rumsteht. Und das ist dann, ja, es wird einfach verliehen an den, der es braucht. Es wird geteilt, ja. Du hast gesprochen, 100 smarte Städte, 100 smarte Projekte, das ist wirklich eine Vielzahl. Wo hast du die Zahl her? Wer koordiniert das? Kann man das auf irgendeiner Homepage, ist das irgendwo aufgelistet, wo so eine Innovationshub oder wie kommst du da drauf? Habe ich von der Website von, ich kann dir jetzt gar nicht mehr genau sagen, wie die heißt, wahrscheinlich smarteswien.de oder so. Da gibt es auch eine ganz tolle Grafik, wo die ganzen Projekte aufgelistet sind. Also aus dem Internet habe ich das. Ja. Cool. Hast du weitere spannende Projekte zu Wien dabei oder? Also was zum Thema Kultur. Vielleicht, ich wollte noch mal ein Thema bringen, dass wir nicht so technologisch sind und so in die eine Richtung, Smart City ist nur Technik. Ja. Wer schon mal in Wien war, weiß das. Also Wien hat ganz, ganz tolle Freizeitangebote. Die haben tolle Museen. Das heißt, also ich war schon in Wien. Es ist nicht nur ein Museum, wo man reingeht, sondern es sind so Mitmachmuseen. Also man hat eine Erfahrung. Man geht aus dem Museum raus und hat was erlebt. Und kann das natürlich auch besser behalten. Also das ist echt eine, Wien als Touristenstadt ist richtig cool, ja. Was auch offensichtlich ist bei Wien, es gibt eine prunkvolle Architektur, ein reiches Kulturerbe, das gehört ja auch zu einer Stadt, die lebenswert ist, ja. Die Vorstellung der Wiener Staatsoper kann ich zu Hause, wenn ich kein Ticket habe, kann ich zu Hause auf meinem Smart TV anschauen. Das gehört auch zu einer smarten Stadt. Also es geht nicht immer nur um, wir hängen alles mit Sensoren voll. Da sind wir, glaube ich, in Europa, werden wir gleich sehen, wenn wir zu Singapur kommen, auch noch anders gestrickt. Es geht auch um Dinge wie, ich habe jetzt hier gerade noch das Thema Bildung. Wien ist die größte Universitätsstadt im deutschen Raum. Es geht um Grünflächen. Wien hat unheimlich viel städtisches Grün. Also das sollte man bei einer smarten Stadt nicht vergessen. Es geht nicht nur um Technik. Ja, und wenn, geht es darum, irgendwelche Probleme zu lösen oder einfacher zu machen oder mehr Teilhabe an Kultur, so wie du es auch beschrieben hast. Ja. Kommen wir mal zu Paris, Jude. Das ist doch deine Stadt, oder? Ja, genau, Paris. Ich habe das letzte Mal schon ein bisschen drüber geschmunzelt, als es hieß 15 Minuten Stadt Paris. Und ich war wirklich letztes Jahr da und habe mir nur gedacht, boah, das ist ja hier
so ein Wirrwarr in der Innenstadt. Wie soll man denn da innerhalb von 15 Minuten von A nach B kommen? Ich meine, wahrscheinlich als Tourist eh noch mal ein bisschen anders. Aber da bin ich echt gespannt. Du hattest vorhin schon mal erwähnt, du hast ein paar News zu Paris. Ich würde sagen, da starten wir direkt mal rein. Anne Hidalgo ist echt eine sehr kreative, fortschrittliche Frau, ist seit 2014 Bürgermeisterin. Und du hattest es, glaube ich, auch schon in deinem ersten Video erwähnt, 2020 wiedergewählt worden mit dem Versprechen der 15-Minuten-Stadt. Also sie wird die Innenstadt von Paris komplett umgestalten. Und was ich mal mitgebracht habe, ist das, was sie in ihrer ersten Amtszeit schon umgesetzt hat. Und das ist schon beachtlich. Ja? Also wenn man so sieht, dass der Anteil der Radfahrer um mehr als 50% gestiegen ist, also das ist innerhalb von 6 Jahren, das ist Wahnsinn. Ja? Der Anteil der Autofahrer ist um 8% zurückgegangen. Natürlich, es gibt immer Alternativen. Ich hatte das vorhin schon gesagt, ich bin kein Freund von Verboten. Sie setzt ja viel auf das Thema Fuß- und Radverkehr. Das heißt, es gibt 1400 Stationen, wo man sich Bikes ausleihen kann. 30% davon sind elektrische Bikes. Es gibt Quartiere in Paris, da ist an Sonntagen und Feiertagen nur für Fußgänger. Der motorisierte Verkehr darf da nicht fahren. Das wird von den Parisern akzeptiert. Ja, also das ist schon ein Schiff da, dass man, das wird ein anderes Leben. Und vielleicht nochmal zu Judith, es geht ja immer darum, Paris hat, ist ja unheimlich groß, selbst die Innenstadt ist unheimlich groß. Also es geht darum, dass man in 15 bis 20 Minuten von seiner Wohnung in seinem Umkreis, also stell dir Paris vor und dann gibt es diese kleinen Hotspots, wo man arbeitet, lebt. Also das heißt nicht, man kommt, das geht, glaube ich, sowieso nicht, dass man von einer Stadt, vom einem Ende zum anderen Ende in Paris kommt. Aber einfach in seiner Umgebung der Wohnung muss ich alles haben. Ja, und das ist, früher war das einfach so, dass nach dem Krieg, auch wenn ich jetzt mal auf Deutschland zurückgehe, nach dem Krieg wurden einfach auch, also das kennen wir alles, es wurden Wohngebiete gebaut und es wurden Gewerbegebiete gebaut. Und natürlich brauchte ich ein Auto, um einfach von dem Gewerbegebiet nach Hause zu kommen und umgedreht. Und heute mit Wissensarbeit und also ich sehe das auch bei uns hier im Prenzlauer Berg, die Agenturen sind nicht mehr im Gewerbegebiet. Die Agenturen, die Werbeagenturen, das ist ja nicht mehr sehr laute Produktion. Das heißt, die sind in Wohnhäusern. Und damit ist das Thema, ich komme schnell zu meiner Arbeit, zu meinem Büro, auch einfacher geworden, weil es einfach eine Durchmischung zwischen Arbeiten und Wohnen gibt. Was, glaube ich, bei diesem Beispiel besonders gut rauskommt, wie groß der Einfluss eigentlich der Politik auf Smart City hat und ja, wie ernst das Thema auch in der Politik umgesetzt werden muss und wahrgenommen werden muss. Und da siehst du auch, dass es nicht Technologie immer nur ist, ja, sondern unheimlich politisch wird. Und diese vor dem Hintergrund Klimawandel und so weiter macht sie ja auch sehr, sehr viel. Und da wird es auch in Deutschland dieses Jahr sehr spannend werden mit Frau Baerbock, die ja Inlandsflüge so weit wie möglich reduzieren will und so weiter. Und da merkt man, wie massiv eigentlich dort jetzt auch auf Städte hingewirkt wird oder das Leben in Städten hingewirkt wird, was meiner Meinung nach bisher noch nicht so krass im Fokus war wie bisher. Nächste Stadt. Bevor es langweilig wird und wir nur über Europa sprechen, eine andere sehr spannende Stadt, die wir auch letztens schon im Smart City Newsletter hatten und ja, sehr, sehr weit dort schon ist. Und das Bild vielleicht in alle, das ist kein irgendwie Rendering-Bild, so sieht es wirklich in Singapur aus, also alles sehr grün und irgendwie finde ich zumindest sehr schick. Aber was ist daran smart? Genau, was ist daran smart? Also Singapur hat ja die besondere Situation, es ist ein Stadtstaat und wenn immer mehr Menschen reinkommen, jetzt kommt die besondere Situation, es ist eine Insel. Also die können sich einfach nicht in die Fläche ausbreiten. Drum
darum herum ist Wasser. Ja? Also sie können die Höhe bauen, deswegen auch hier ein Hochhaus ist ein Hotel. Aber natürlich auch, keiner will in einer Betonwüste leben. Also das heißt, es wird viel getan, um einfach auch Gebäude, Wege, Brücken zu begrünen. Und das ist einfach ein schönes Beispiel, finde ich. Wie gesagt, es sieht aus wie ein Rendering, aber es ist ein echtes Bild von einem Hotel. Das ist auch Lebensqualität, ja, wenn man auf so begrenztem Raum ist. Und vielleicht zu den Handlungsfeldern. Singapur hat recht zeitig angefangen mit dem Thema Digitalisierung, schon um die 2000er Jahre. Die sind uns weit voraus. In Singapur sind wirklich tausende Kameras und Sensoren in der ganzen Stadt verbaut. Ja? Auf Zügen, auf Taxis, auf Dächern, in Parks, in Gebäuden, eigentlich überall. Ja? Aber das Gute daran ist, dass die Daten vernetzt werden auf einer zentralen Datenplattform und dass sie so die Möglichkeit haben, das Thema ja, Smart City ganzheitlich zu betrachten. Ja, und dann kommen wir mal gleich, was machen Sie jetzt mit diesen ganzen Daten? Ein Beispiel, zum Beispiel dieses KI-optimierte Verkehrsleitsystem, was ich für richtig cool halte. Also an Straßenlaternen sind Kameras und Sensoren, die erfassen den Verkehr und die steuern ihn. Das heißt, es gibt zum Beispiel intelligente Kreuzungen, bei denen die Ampeln auf das Verkehrsgeschehen reagieren. Also es geht nicht einfach nur um grüne Welle. Es geht darum, dass die Ampel auf den Verkehr reagiert. Finde ich total cool. Hätte ich gern für Berlin. Ja, klasse, ja. Genau, und künftig ist das, was du vorhin erwähnt hast, das ist der Stand jetzt. Nur in Anführungsstrichen Verkehrsüberwachung. Künftig werden diese Laternen auch dazu genutzt, Elektrofahrzeuge zu laden oder Mobiltelefon. Und ich kriege da auch ein freies Wi-Fi. Also schon echt eine coole Sache, es geht wieder um Lebensqualität. Ja, das Leben der Bürger wird einfacher. Zum Thema Mindset vielleicht eine Sache. Digitalisierung geht ja auch so weit, wie man es als Bürgerin, Bürger irgendwie akzeptiert. Und auch dort gibt es ja Riesenunterschiede. Wie setzt Singapur das um, dass sie da so eine große oder so viel machen dürfen? Ja, also sie investieren extrem viel Geld in das Bildungssystem und bringen allen Menschen, also es gibt ein landesweites Programm, um den Menschen KI zu erklären, weil das, also künstliche Intelligenz ist ja auch mit Ängsten behaftet. Wo werde ich überwacht? Warum werde ich überwacht? Wer ständig überwacht? Was habe ich eigentlich davon? Und da ist ein groß angelegtes Programm, um den Bürgern zu sagen, was machen wir überhaupt und wofür werden meine Daten genutzt? Und es geht sogar so weit, dass es Coding-Kurse für Grundschüler gibt. Finde ich eine total, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ja, so muss es anfangen. Die Grundschüler müssen schon wissen, worum es geht. Ich finde, wir haben jetzt schon wirklich viel über Smart Cities gehört. Der Begriff Corona, obwohl wir uns gerade in der Corona-Krise befinden, ist noch gar nicht gefallen. Finde ich einerseits gut, aber ich glaube, dass die Corona-Krise uns in dem Bereich Smart City sehr vorantreibt und noch einiges loslöst. Vielleicht könntest du da vielleicht noch ein bisschen kurz was zu sagen. Ja, sehr gern. Auf den ersten Blick, ich glaube, du hast es ja auch schon anklingen lassen, ist, glaube ich, die Smart City die perfekte Lösung für die Nach-Corona-Zeit, weil Digitalisierung ja mit sozialer Distanz einhergeht und das hilft natürlich der Pandemiebekämpfung. Aber ich glaube, die Schwerpunkte einer Smart City werden sich ändern. Was wir sehen, und das nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit, dass die Schwerpunkte einer Smart City ja extrem hoch auf Mobilität und E-Government liegen. Wir hatten das ja vorhin schon mit dem Online-Zugang-Gesetz. Das wird auch mit Sicherheit so bleiben, aber ich denke, es kommen andere aus der Deckung heraus, andere Themen. Und zwar das Thema digitale Gesundheit und digitale Bildung. Digitale Bildung funktioniert im universitären Bereich schon sehr gut. Wenn ich jetzt mal von Deutschland spreche, beim Thema Schule haben wir noch Luft nach oben, ja.
Aber das wird wichtiger werden. Ja? Das wird ein wichtiger Teilaspekt der Smart City werden. Und das Thema digitale Gesundheit, das kann, glaube ich, auch jeder nachvollziehen. Ich denke, vor 2 Monaten wollte keiner oder es hat jeder vermieden, zum Arzt zu gehen, physisch zum Arzt zu gehen, weil er einfach Angst vor Ansteckung hatte. Also da Lösungen zu finden, wie das digital abgebildet werden kann, ist aus meiner Sicht, wird eine Veränderung in dem Mix der Handlungsfelder der Smart City bringen. Ich würde nicht. Genauso wie keiner zum Arzt gehen wollten viele vielleicht auch nicht in den ÖPNV ansteigen, hatten aber gar keine andere Möglichkeit, weil sie vielleicht das Auto schon abgeschafft haben oder sich kein Auto leisten wollen oder es sich nicht attraktiv in der Großstadt ist. Du hast geschrieben, neuer Mix urbaner Verkehrsträger. Heißt das wieder mehr Individualverkehr, dadurch ein neuer Mix? Oder wie siehst du diese Geschichte? Gute Frage, schwierige Frage. Also ich glaube, da kommt ganz, ganz viel zusammen. Ja, also natürlich kommt das zusammen, was du gesagt hast. Das sehe ich auch auf den Berliner Straßen. Der Individualverkehr hat wieder zugenommen, weil die Menschen Angst vor Ansteckung im ÖPNV haben. Dann sehen wir auch, dass Geschäftsmodelle von Mikromobilitätsanbietern während der Krise zusammengebrochen sind. Jetzt geht es wieder ein bisschen nach oben. Wir sehen ganz, ganz viele Pop-up-Radwege, auch in Berlin. Was wird damit? Bleiben die oder waren es wirklich nur Pop-ups? Von daher denke ich, also es wird eine neue Verteilung im Mix der urbanen Mobilitätsträger geben. Und ich denke, das ist eine Chance für Städte, darüber nachzudenken, wie sie Mobilität smart und nachhaltig machen können. Also es ist wirklich eine Chance jetzt für Städte. Genau, wie es ja auch darum geht, dann das zu nutzen, um ja eine 15-Minuten-Stadt umzusetzen, was ja vielleicht auch so ein Stück weit dein Ziel war, das haben wir eingangs ja beleuchtet. Man hat natürlich auch gesehen, dass in der Corona-Zeit Reisen eigentlich eingeschränkt ist, du möglichst in deinem Cluster bleiben solltest. Auch das hätte ja Vorteile für eine 15-Minuten-Stadt. Wie siehst du das? Ist richtig, genau, kommt alles dazu. Also ich glaube, die Corona-Krise hat uns ja mit voller Wucht erreicht und hat ja uns den Spiegel vorgehalten. Ja, du hast es angesprochen, Bewegungsradius, 15 Kilometer. In Berlin haben wir zurzeit noch nächtliche Ausgangssperren. Ich war, glaube ich, schon seit einem Jahr nicht mehr im Urlaub. Das heißt, ja, jeder sieht gerade, wie wichtig die unmittelbare Umgebung der Wohnung, des Hauses, in dem Bereich, in dem ich gerade mich bewege und wohne, das ist unheimlich wichtig. Und deswegen werden Städte auch wieder lebenswerter und grüner werden. Und ja, die Stadt der kurzen Wege und ja, die 15-Minuten-Stadt wird wieder mehr in den Fokus der Stadtplaner rücken. Davon bin ich überzeugt. Und dazu kommt natürlich auch, dass eine intelligente Stadt dann auch guten öffentlichen Raum braucht, also Parks, schöne Architektur, Kulturveranstaltungen. Das sind alles Themen, die mit der 15-Minuten-Stadt zu tun haben. Wenn ich jetzt Angestellter einer Stadt wäre und du zu mir kommst und sagst, wir brauchen sowas, was glaubst du oder was würdest du mir sagen, was so Erfolgsfaktoren sind, die wir unbedingt beachten sollen? Ja, was sind Erfolgsfaktoren? Also was es leichter macht, ich fange mal mit dem Punkt ganz unten an, was es natürlich viel leichter macht, ist das Thema Fördermittel. Ja, wir haben die Pandemie, okay, die gibt uns einen Digitalisierungsschub, das ist gar keine Frage. Trotzdem fehlen Städten und Kommunen natürlich finanzielle Ressourcen. Das heißt, es ist förderlich, diese zahlreichen Förderprogramme, die es auf EU-Ebene, auf Bundes- oder Landesebene gibt, einfach zu nutzen. Ich habe jetzt mal hier eins mitgebracht. Das ist das Smart Cities Made in Germany vom Bundesministerium des Innern. Erfolgreiche Smart Cities nutzen staatliche Förderinitiativen. Das würde ich dir sagen, wenn du ein Stadtvertreter bist. Ja, das ist schon mal gut. Das heißt, ich kann mich bewerben als Stadt. Derzeit, es werden meistens so etwa 30 Städte ausgeschrieben. Es läuft, glaube ich. Weißt du, ob die jetzt schon fertig ist, die dritte Ausschreibung? Noch die Gewinner, also wir erwarten die Gewinner jetzt im Juni. Okay.
Das ist natürlich spannend. Stehen natürlich noch zwei andere Punkte drauf: Smart City, Smart Citizen und ganzheitliche Smart City Strategie. Was verbirgt sich dahinter? Genau, ich fange mal vielleicht mit der ganzheitlichen Smart City Strategie an. Natürlich sind smarte Einzelprojekte eine gute Basis, ja, um einfach mal zu starten auf dem Weg zur Smart City und auch ein Benutzerfeedback zu erhalten. Was aber die Gefahr ist, dass ich irgendwann so einen Flickenteppich an smarten Lösungen habe und es einfach schwierig ist, da im Nachhinein Synergien zu finden. Und deswegen ist mein Appell, sich für eine ganzheitliche Smart City Strategie zu entscheiden. Und ich habe mal die Smart City Strategie von Kopenhagen mitgebracht. Ja. Kopenhagen hat das Ziel, bis 2025 erste CO2-neutrale Hauptstadt zu werden. Und die haben insgesamt 5 Handlungsfelder in ihrer Smart City Strategie. Also Gesundheit, Mobilität, Energie, Bevölkerung und intelligentes Lernen. Und ich bin sicher, die werden erfolgreich sein mit diesem Mix an Handlungsfeldern. Ich finde das vor allen Dingen gut, dass man so eine Smart City Strategie als ganzheitliches betrachtet, weil nur das eine umzusetzen, das funktioniert vielleicht, aber es ist viel sinnvoller, mehrere Dinge, sag ich mal, gleichzeitig zu machen, weil die ja so stark miteinander vernetzt sind einfach. Ja, was es aber, finde ich, auch schwieriger macht, ne? Also das sind ja oft neue Themen auch für eine Stadt, die in der Verwaltung haben vielleicht nicht den Smart Mobility Manager Fortbildungen gemacht wie du, Katrin, oder haben Zeit, sich seit 5 Jahren vielleicht damit auseinanderzusetzen. Natürlich braucht diese Vision, also braucht es für eine Strategie auch erstmal eine Vision, wo will man hin? Und ich glaube, da hast du gerade am Beispiel Kopenhagen deutlich gemacht, was will man erreichen? Und dann sucht man sich die Säulen, wie man es erreichen will. Und man muss aber auch testen, ne? Also was kommt an und wie kommt es vor allen Dingen beim Bürger an, Katrin? Genau. Und da sind wir schon bei dem zweiten Punkt, bei dem smarten Citizen. Ich hatte es gerade erwähnt, Smart City Strategie ist wichtig, aber aus meiner Sicht reicht es nicht aus, die auf Papier zu bringen, sondern man muss rausgehen, muss Ideen ausprobieren, Prototypen bauen, Prototypen testen. Und das kann man mit sogenannten Living Labs. Ja, ich habe hier mal das Reallabor für digitale Mobilität in Hamburg mitgebracht. Da werden digitale Mobilitätskonzepte für morgen im Hier und Jetzt getestet. Und zwar von den Hamburgern oder den Touristen oder den Besuchern, die in diesem Lab vorbeischauen. Und das ist ganz, ganz spannend. Also merkt euch den ITS-Weltkongress im Oktober vor. Da werden die Ergebnisse, die Testergebnisse, die Ergebnisse der Unternehmen vorgestellt. Also ich glaube, das ist ein großer Schub nochmal für Deutschland oder auch für die Metropolregion Hamburg, was da rauskommt. Also finde ich extrem spannend. So, das ist der eine Punkt. Ja, also Hamburg, es gibt viele Städte in Deutschland, die sozusagen diese Living Labs haben. Ein anderer Punkt ist das Thema Bürgerbeteiligungsplattform. Ich brauche ja auch einen Kanal von der Stadt zu den Bürgern. Ich habe hier mal das Beispiel aus Wunsiedel mitgebracht. Wunsiedel liegt in Bayern, ist ein Landkreis mit 70.000 Einwohnern und die Telekom hat zusammen mit dem Landkreis die Digitalstrategie des Landkreises Wunsiedel erstellt. Und das Wichtigste daran, an dieser Strategie, war, dass die Bürgerwünsche an erster Stelle gestanden haben. Das heißt, die Bürger konnten sich über einen Fragebogen einbringen oder über diese Online-Beteiligungsplattform. Ich habe den Link mal eingefügt, die wir hier sehen. Und das Ergebnis war letztendlich, dass Digitalisierung fast alle Bereiche des Lebens betrifft. Ja, also Digitalisierung heißt in Wunsiedel digitale Bildung, Verwaltung, Mobilität, Telemedizin, natürlich auch Tourismus und Landwirtschaft. Also das Fazit ist letztendlich entscheidend für die Stadt der Zukunft, ist der Smart Citizen, weil Smart City-Konzepte nur funktionieren, wenn ich mich an den Bürgerwünschen orientiere. Das ist extrem wichtig. Wir hatten neulich einen Pitch, wo wir gesagt hatten, also ihr müsst auch so ein Smart City Dashboard zum Beispiel extrem vom Kunden her denken, weil dann
wenn der Mehrwert erkannt wird, das ist ein unheimlicher Booster für alle möglichen Smart City-Initiativen sein kann. Ne? Wenn alle sich abgeholt fühlen, das macht man über Beteiligung und bekommt auch raus, wo der Mehrwert dann liegt, dorthin zu optimieren. Ich bin gespannt auf die unterschiedlichsten Projekte, auch am ITSWL-Kongress. Ich hoffe, wie du, dass der auch in der geplanten Form stattfinden kann. Und wird, bis jetzt hält man ja daran fest, bist du vor Ort selbst dort. Ich bin nämlich in der Elbphilharmonie am Demonstrieren, wie automatisiertes Fahren dort funktionieren kann. Okay, ich habe es geplant, aber ich, wie gesagt, die Frage ist, es ist so, ich habe die Information, es wird nur physisch stattfinden, es wird nicht hybrid stattfinden. Also drücken wir die Daumen uns allen, dass wir uns da treffen können. Genau, das das ist, glaube ich, ein schöner Abschluss auch für dein letztes Statement, was du vorbereitet hast. Weil wir müssen uns treffen, wir müssen zusammenarbeiten. Und das hast du gleich in unserem Briefing gesagt, das ist eigentlich das Wichtigste. Genau. Du hast es jetzt selbst schon so schön gesagt. Also keiner baut Smart Cities alleine, weder in Europa noch in Deutschland noch eine einzelne Stadt. Also wir brauchen ganz, ganz viele verschiedene Akteure wie Stadtplaner, Stadtverwaltung, die Zivilgesellschaft, den Smart Citizen, Lösungsanbieter, Startups. Nur dann wird es gelingen, dass wir auf dem Themenfeld der Smart City weiterkommen. Ja, und deswegen, wenn ihr in dem Themenumfeld arbeitet, addet mich gerne auf LinkedIn. Ich freue mich darüber. Ja, so ich wie wir sagen, das sagen, vielen Dank. Vielen lieben Dank. Hat Spaß gemacht. Ja, mir hat vor allen Dingen der Kaffee auch auf so einen Sonntag hier, wo wir das jetzt aufgenommen haben, 10 Uhr besser geschmeckt als mittwochs 19 Uhr, wo wir die letzten Male live gegangen sind, auch wenn wir das jetzt nicht live gesendet haben und dann am Mittwoch ausstrahlen werden. Wenn ich zum ITSWL-Kongress fahre, oder ins Wochenende. Wir haben eine Wochenend-Playlist auf YouTube. Was würdest du denn ganz gerne dort draufbringen? Jeder Gast darf sich ja bei uns dort mit einem Liedwunsch verewigen. Puh, irgendwas Fetziges. Da bin ich jetzt gerade ein bisschen, ich bin total unvorbereitet auf dieses. Mein Kopf ist leer. Das macht nichts. Du wirst uns das nachreichen und da haben wir quasi eine Art Cliffhanger geschaffen. Und das werden wir nachträglich aufnehmen. Ich schaue gerade nochmal auf meinen Zettel. Ich glaube, ich habe alle Fragen gestellt. Wie sieht es bei dir aus, Judith? Ich bin auch happy. Prima. Dann entlassen wir dich, Katrin, in einen schönen Sonntag noch und vielen Dank, dass du bei uns warst. Danke auch. Hoffentlich bis bald. Genau, bis bald. Ciao. Tschüss.